Ich habe bei meinem Patenkind im Schultornister Drogen gefunden. Cannabis. Die Kleine ist 17. Das geht ja gar nicht. Ich habe ihr natürlich erstmal eine Standpauke gehalten. Ey, mit 17 kifft man nicht. Da sollte man längst seine ersten Erfahrungen mit LSD und Ecstasy gemacht haben. Crack und Speed sind auch okay. Aber Cannabis? Also, die ist doch nicht mehr im Kindergarten. Und wenn ihr der richtige Shit zu teuer ist, ja, da kann ich ihr doch beim Strecken helfen. Wozu hat man denn eine Patentante?